Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In dieser Folge von Conan Exiles geht es wieder mal um Metalle. Wie ihr eventuell wisst, wenn ihr die letzten Folgen meiner Conan Exiles Guides gesehen habt, wurde mit dem letzten Patch eine große Änderung in der Metallbearbeitung eingefügt. Nämlich, man kann gehärtete Stahlbarren nur noch mit einem veränderten Rezept herstellen. Darauf habe ich euch bereits hingewiesen. Jetzt dachte ich mir allerdings, ich werde nochmal ein Gesamtpaket machen, wo ich euch die gesamte Metallherstellung von A bis Z noch einmal zeigen werde. Aus diesem Grunde fangen wir jetzt natürlich mit dem Suchen nach Eisenerz an. Ich empfehle euch hier immer einen zusätzlichen Träger mit dabei zu haben und ihm neben diesem schönen Kopfgepäck auch noch dementsprechende Ausrüstung anzulegen, plus einer Waffe. Denn es kann durchaus sein, dass ihr auch in Kämpfe reinkommen werdet. Ebenso empfehle ich euch, einen Atemschutzhelm dabei zu haben, da ihr unter Umständen auch in Gebiete vordringen müsst, wo schwefelhaltige Gase vorhanden sind. Aber das ist schon ein wenig vorweggegriffen. Fangen wir einfach an mit der Suche nach Eisen. Eisen ist ein Erz, das wir ab Stufe 10, wenn ich mich nicht irre, erlernen können. Gucken wir mal. Ja, genau, da ist es. Eisenwerkzeuge ab Stufe 10. Dafür erlernen wir den Eisenpickel und die Eisenaxt. Abbauen werden wir allerdings erst mit einem Steinpickel. Da kriegen wir nicht ganz so viel Eisen raus, aber mehr als genug. Eisen findet man relativ häufig in der Welt von Conan Exiles. Ausnahme bestätigen allerdings die Regel. Hier in dem gesamten Bereich südlich des Flusses, dem typischen Anfängergebiet, werdet ihr keine Eisenflöze finden. Genauso wenig wie hier in diesem Bereich um die Abschaumtiefen oder hier an dieser Hügelkette, wo ich jetzt mit der Maus lang gefahren bin. Eisen werdet ihr auch nicht in der namenlosen Stadt finden, dafür aber überall hier, überall, wo es Gebirge gibt. Auch im Dschungel findet man viele Eisenflöze, hauptsächlich hier in diesem Bereich im Nordosten vertreten. Eisen findet man aber auch im Hochland, eher weniger hier in den eisigen Gebieten, obwohl ja auch Eisen drin vorkommt. Eis, 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 Baby. Ich könnte ja mal wieder ein leckeres Eis gebrauchen. Teilweise auch im Vulkan, aber da auch eher selten. Gut, fangen wir einfach mal an. Wenn ihr einen Haupteisenplatz hier in der Welt von Conan Exiles sucht, empfehle ich euch das Gebiet um den Turm der Fledermäuse herum. Gerade hier an dieser Ecke, wo ich jetzt mit der Maus lang fahre, ist enorm viel Eisen zu finden. Aber Obacht, dort werdet ihr auch sehr, sehr viele Steinnasen und andere Viecher finden, die euch ans Leder wollen. Gut, ich bin schon rausgelaufen. Gucken wir mal. Oh, da oben sehe ich schon eins. Ich habe natürlich jetzt die eine der besseren Picken dabei, aber das macht nichts. So, das hier ist ein typisches Eisenflöz. Einfach den Pickel ausgerüstet und dann sinnlos drauf eingeschlagen. Ihr seht, auch wenn man mit einem hochwertigen Pickel drauf einarbeitet, kann trotzdem Stein mit rauskommen. Ups. Bäm. So, du doofer Skorpion, das hast du davon. Unterbrich mich nie wieder. So, ihr seht also, auch wenn ich mit einem hochwertigen Pickel arbeite, können Steine mit rauskommen. Die Wahrscheinlichkeit besteht immer wieder, egal welchen Pickel ihr benutzt. Aber hier muss man auch anmerken, wenn ihr nicht gerade mit dem Steinpickel arbeitet, der ja die unterste Stufe der Pickel darstellt, dürfte eigentlich mehr Eisenflöz als Stein rauskommen. Wenn ihr mit einem Steinwerkzeug arbeitet, ist es noch andersherum. Dort kommt natürlich mehr. Oh, da hinten ist eine Riesenschlange. Das ist hier. Nee, es ist nur eine normale Schlange. Es ist noch nicht mal eine Riesenschlange. Kommt immer mehr Stein als Erz, Eisenerz raus.
Na? Sie braucht jetzt ein bisschen länger. Größere Schlangen sind relativ einfach zu besiegen. Sie haben eine sehr große Hitbox. Und wenn sie denn dann angreifen, wobei sie sich Zeit lässt, nehmt einfach euren Schild hoch und schon ist es relativ egal. So, das hat sie jetzt davon, dass sie aufbegehren wollte. Es geht auch, wenn ihr euch einfach zwischen zwei Gesteinsworten setzt, wie gesagt, stellt, so wie jetzt hier dem normalen Stein und dem Eisenerz, stellt euch einfach in die Mitte von beiden und ihr baut gleichzeitig beides ab, wie ihr seht. Natürlich passiert es auch, dass wenn ihr normale Steine abbaut, eine geringe Chance vorhanden ist, dass ein Eisenerz mit dabei ist. So, was haben wir jetzt? Insgesamt haben wir jetzt 301 Eisensteine. Je nachdem, wie eure Skillung ist, und die wird zum Anfang natürlich noch nicht allzu hoch sein, und natürlich auch, wie hoch eure Belastung ist, werdet ihr relativ wenig Eisenerz mit euch rumschleppen können. Daher ist es wichtig, immer einen Begleiter dabei zu haben, wenn ihr auf Ressourcensuche geht und ihr genug Leute dabei habt. Denen könnt ihr dann einfach dieses Material in die Hände drücken und schon geht es los. So, laufen wir zurück in unsere Basis. Und bearbeiten erstmal das normale Erz. Da hinten habe ich denjenigen, welchen ausgesucht, der das normale Eisenerz für uns einschmelzen soll. Hier ist es wichtig zu wissen, tut das Eisenerz einfach in irgendeinen Ofen rein und werft ihn an und es wird verarbeitet. Wichtig ist, wenn ihr einen Thrall habt, der zum Schmelzen von Eisen, exakt zum Schmelzen eingesetzt werden kann, packt ihn in euren Ofen. Das hat nicht nur eine Zeitersparnis, es hat auch Materialersparnis. Das heißt, ihr bekommt mehr geschmolzene Eisenbarren pro Eisenstein raus. So, und wir sehen, er fängt schon an. Wunderhübsch. Gut, vulkanischer Träger, begleite mich. Was wir als nächstes benötigen, ist eine Zutat, die sich Stahlfeuer nennt. Dafür benötigen wir neben Teer auch Schwefel. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, er sagt eventuell, wo bekomme ich Schwefel und Teer her? Fangen wir mit den Häuten an. Häute bekommt ihr so ziemlich von allen Tieren, die ihr in der Steppe, er sagt, egal wo, finden könnt. Legt die Tierhäute als auch Rinde einfach in eure Gerberei rein und wirft sie an. Rinde wird verbraucht, Häute werden, er gesagt, Leder wird hergestellt und Teer ist ein Abfallprodukt. Lasst es einfach laufen, während ihr auf der Suche seid. Denkt aber dran, sammelt mehr als genug Rinde. Denn die ist in der Tat relativ schwer zum Anfang zu beschaffen. So, unser erster Zufluchtsort, wo wir hingehen werden, ist die Zuflucht des Sünders. Ich werde es jetzt als Administrator relativ einfach machen. Ich werde mich einfach porten. Ihr müsst den Weg aber laufen. Diese Höhle hat einen großen Vorteil. Dort werdet ihr für das Anfangsgebiet am meisten Schwefel finden können. Seid aber vorsichtig, Freunde. Nehmt einen Schild mit. Diese Höhle wird bewacht von NPCs. Manche haben Pfeil und Bogen. Tötet den mit dem Bogen als erstes. Auch hier ist es schön, wenn ihr einfach einen NPC dabei habt, also einen Thrall, der euch begleiten kann. Denn sobald ihr angegriffen werdet, geht auch natürlich er in den Angriff über. So, und wenn ihr dann in diese Höhle eingedrungen seid,
die Zuflucht des Sünders, werdet ihr relativ schnell diese gelblichen Steine sehen. Das sind Schwefelvorkommen. Auch hier einfach mit einer Spitzhacke bzw. einem Pickel drauf reingehiebt, gehoben, jedenfalls draufgeschlagen, und ihr werdet sehen, ihr bekommt Schwefel. Ups, dich habe ich ja jetzt gar nicht gesehen. Schlag zu, Mädchen. Bam. So. Und auch hier seht ihr es, wir bekommen mehr als genug Schwefel raus. Machen wir eine kleine Überraschungsattacke. Bam. Sobald euch die Bogenschützen nicht mehr sehen können, werden sie runterlaufen. Ups, jetzt habe ich meinen eigenen Träger erschlagen. Macht nichts, packen wir alles ein. Dumm gelaufen. Aber es lohnt sich in der Regel, diese Höhle vollständig zu erkunden, denn ihr findet hier jede Menge an Schwefelerz. Oder Schwefelflöze, wie sie auch heißen. So, aber das ist nicht nur an den begehbaren Wänden, sondern es lohnt sich auch, hier ein bisschen über Stock und Stein zu stolpern. Natürlich muss man sich dann auch richtig hinstellen, dass man auch die kleineren Vorkommen abbauen kann. So, ihr seht es hier. Dort ist noch eins, das werden wir aber nicht abbauen können, das ist zu niedrig. Die Positionierung ist natürlich immer besonders wichtig. Eine zweite Stelle, die ich euch empfehlen kann, sind hier die zerschmetterten Quellen. Für die zerschmetterten Quellen ist es aber sehr, sehr wichtig, dass ihr eine Atemschutzmaske mit am Mann habt oder an der Frau, je nachdem, welchen Charakter ihr gerade spielt. Zieht einfach eure Atemschutzmaske an. In meinem Fall ist es der Helm des Kommandeurs. Es gibt aber verschiedene Versionen. So, und wenn ihr dann in diesen See reinlauft, findet ihr nicht nur normales Stein und Eisen, das nehmen wir direkt mal mit. Sondern ihr findet auch im Wasser diese sogenannten Stalagmiten. Die sind natürlich das Gegenteil von Stalaktiten. So, hier müsste ein Gegner sein. Die schießen hier aus der Erde raus. Das sind diese sogenannten Steinnasen. Nanu. Okay, wenn ihr diese Stalagmiten hier seht, haut sie einfach um. Ihr bekommt dadurch auch Schwefel. Ihr seht, es geht relativ schnell. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, hier laufen relativ viele Steinnasen durch die Gegend, dass mich bis jetzt noch keiner angegriffen hat. Wundert mich ein bisschen, aber okay. Ah, da hinten ist schon eine. Sie versteckt sich gerade. Sie suhlt sich ein, wenn man so möchte. So, eine dritte Möglichkeit, an Schwefel zu kommen, ist im Osten, im Dschungel, im Wasser. Begeben wir uns da einfach mal hin. Mir juckt ein bisschen die Nase. Das liegt am Schnurrbart. Frauen, ihr wisst gar nicht, wie stolz ihr sein könnt, dass ihr mit Schnurrbärten eigentlich weniger Probleme habt. Wenn man nämlich mal nicht aufpasst, pieksen einen diese Härchen in die Nase und das juckt doch ganz gewaltig. Aber man ist ja auch Mann mit Doppel-N, ist ja auch zu stolz, ihn einfach abzunehmen. Es ist ja immer noch ein Statussymbol. So. Wenn ihr denn dann auf Tauchstation seid, haltet nach Unterwassergeysiren Ausschau. Innerhalb dieser Unterwassergeysire werdet ihr in der Regel auch schnell fündig und werdet Schwefel finden. So, haben wir hier einen? Nee. Macht nichts. Ich denke, hier werden auch welche rumliegen. Hier ist natürlich auch eine Atemmaske, Wasser-Unterwasser-Atemmaske von Vorteil. Wenn man die nicht hat, ein Atemtrank
hilft gegebenenfalls weiter. Ansonsten einfach immer hoch, auftauchen, abtauchen. Ihr kennt das Prozedere. Es ist relativ normal. Diejenigen, welche unter euch, die relativ viel schwimmen oder tauchen, kennen das. So, und man sieht es da hinten an den Wasserbläschen, die aufsteigen. Dort sind Unterwassergeysire. Dort begeben wir uns mal hin. Und ihr seht wieder diese typischen Formationen. Die brauchen wir jetzt allerdings nicht anzuschlagen. Hier überall um den Boden verteilt sind auch gelbliche Steine. Das sind auch Schwefeleinheiten. Alternativ kann man sie auch mit dem Pickel. Kann man sie mit dem Pickel? Nee, man kann sie nicht mit dem Pickel abbauen. Wundert mich, weil normalerweise geht das eigentlich. Er gesagt, sollte es gehen. Nee, geht nicht. Okay, gut, hätte ich beinahe was Blödes erzählt, aber anscheinend geht es nicht mehr. Gut, das sind die drei Bereiche, wo ich meistens nach Schwefel suche. Besonders wenn ich hier im Hochland meine Basis hingestellt habe, nehme ich immer jede Menge Schwefel mit, denn im gesamten Hochland als auch in den Schneegebieten gibt es keine Stellen, wo ihr Schwefel abbauen könnt. Die gibt es nur hier im Süden, beziehungsweise im östlichen Dschungel. Gut, zurück geht's in unsere Basis. Türelürelü, wo war die noch? Da. Mittlerweile ist meine Karte so voll mit Symbolen, ach, jetzt nervt es aber, so voll von Symbolen, dass ich immer erstmal den Überblick bekommen muss. So. Autsch. Sobald wir genug Schwefel haben, legen wir den einfach in unseren Feuerschalenkessel rein. Neben den dazu gewonnenen Teer. So, die 155 Eisenerz legen wir schon mal da rein. Ihr seht, das geht relativ fix, wenn ihr einen Bearbeiter in eurer Schmelze habt. So, den Teer noch dazu. Wählen hier einfach das Rezept Stahlfeuer aus und stellen das her. Ja? Gut, auch das geht relativ fix. Stahlfeuer, das Rezept lernen wir, Moment, bevor ich irgendwas durcherzähle. Naja, Stahlfeuer lernen wir, sobald wir den Feuerschalenkessel erlernt haben. Ab Stufe 15 ist Stahlfeuer mit dabei. Danach müssen wir nur noch bis auf Stufe 30 kommen, um Stahlwerkzeuge herstellen zu können. So, hier habe ich schon mal ein paar, die nehme ich mit. Und da geht es auch schon zum nächsten Ofen. Glatzenkarl sitzt davor und starrt ins Leere. So, ihr seht, hier habe ich schon bereits relativ viel Stahlfeuer. Legen wir das einfach mal dazu. Und nehmen die Eisenbahren, die wir hergestellt haben. Die 298, nee, die lassen wir einfach drin. Nehmen wir mal die Tausender. Ups, jetzt bin ich überladen, aber macht nichts. Legen wir die 1000 da rein. Und wir benötigen nichts anderes als Eisenbahren und Stahlfeuer. Die in Kombination ergeben Stahlbahren. Das dauert jetzt natürlich seine Zeit, bis die alle aufgebraucht sind. Aber wir nähern uns dann einfach schon dem nächsten Punkt zu. So. Für den nächsten Punkt, für die gehärteten Stahlbahren, die wir ab Stufe 50, glaube ich, herstellen können. Ja, ab Stufe 50, wenn wir es denn dann lernen, können wir gehärtete Stahlbahren verarbeiten. Wir können sie natürlich auch schon vorher herstellen. Wichtig ist dafür, dass wir aber eine Exkursion in die verschneiten Bergwipfel des hohen Nordens machen. Und zwar genauer gesagt hier in den Bereich um den Tempel des Frostes bzw. rein. Ich werde jetzt hier ein wenig cheaten. Ich werde den Gott-Modus anschalten, damit ich mir jetzt keine Wärmerüstung anlegen muss. Ihr hingegen könnt das nicht. Ihr solltet also, wenn ihr hier in dem Bereich unterwegs seid, eine wärmende Rüstung dabei haben, als auch Lebensmittel, die euch aufwärmen. Alkoholische Getränke bzw. alles, was schön scharf ist. So, begeben wir uns in den hohen Norden rein. Wieder einmal Teleport. Transversales Teleport. Bist du hier oder an einem anderen Ort? So, eben den Gott-Modus einwerfen. Ich zumindest, ihr nicht.
So, und das Schöne ist, hier im hohen Norden findet ihr um den Tempel des Frostes am meisten schwarzes Eis. Hier ist es richtig schön zu sehen. Es ist dunkler als normale Eisformationen. So, die werden auch relativ fix eingetütet. So, da haben wir schon 201, gut. So, die da brauchen wir gar nicht anzulaufen, das ist normales Eis. So, jetzt haben wir schon Erfrierungen, das heißt, wir würden jetzt schon Lebensenergie verlieren, wenn ich nicht den Gott-Modus aktiv hätte. Daher ist es für euch sehr, sehr wichtig, kommt hier nur mit passender Ausrüstung hin. Wenn ich normal spiele, halte ich mich da auch dran. Ich habe dann immer wärmende Ausrüstung mit dabei. Die Riesen sind ab einem bestimmten Level für euch in der Regel kein Problem mehr, wenn ihr eine ordentliche Ausrüstung dabei haben solltet. Aber auch hier gilt, zieht sie möglichst einzeln heran. Sie sind zwar unglaublich stark, aber nicht sehr schnell. Ihr seht es, da kommt er schon. Na, Ferdinand? Ihr seht, er lässt sich seine Zeit. Und in der Zeit könnt ihr ihn dann auch schon töten. Bei mir ist jetzt hier der Vorteil, ich habe natürlich meinen Schaden immer noch auf Maximum stehen. Daher fallen sie quasi instant um. Das muss aber bei euch nicht sein. In der Regel ist das anders. So, und dann lauft einfach in den Frosttempel rein, wenn ihr eure wärmende Rüstung habt und genug Sachen zum Essen, die euch aufwärmen. Kümmert euch um die Riesen. Und ihr werdet sehen, dass dieser Tempel eine riesige Fülle an schwarzes Eis beherbergt. Hier findet ihr mit am meisten. Wie gesagt, hier findet ihr ausschließlich am meisten und nichts anderes an schwarzem Eis. Ihr müsst noch nicht mal in die anderen Räume vordringen. Es reicht vollkommen, wenn ihr hier unter der Treppenstufe das gesamte schwarze Eis abbaut. Entschuldigung. So, wie viel haben wir schon? Okay, 710 reicht vollkommen aus. Ich bin zwar jetzt überladen, aber das macht nichts. Zurück geht es in unsere Festung. Ist mir doch ein bisschen zu uselig. Ich bin mehr so der Sommertyp. Und wieder Fallschaden. Nein? Okay. Gut, und jetzt geht es zum nächsten Yogi. Da Griselda freut sich schon darauf, dass sie jetzt wieder was zu tun bekommt. So, sie möchte natürlich schwarzes Eis in Hülle und Fülle haben. Und natürlich genug Stahlbaren. Und sobald wir das machen, die, die meinen Kanal öfter sehen, werden jetzt schon wissen, was folgt, stellen wir gehärteten Stahl her. Ihr seht also, es ist gar nicht mal so schwierig, an gehärtete Stahlbaren zu kommen. Die können wir dann auch dementsprechend, wie gesagt, ab Stufe 50 verwenden. Ab Stufe 55 kommt dann schon das Sternenmetall ran. Dafür ist es wichtig, dass wir uns im hohen Norden einmal genauer umsehen, beziehungsweise hier in diesem Bereich, das ich jetzt mit der Maus beschreibe, also um diesen mittleren Grat herum, kann man sagen. Dort geht in der Regel regelmäßig ein Kometenschauer nieder. Nagelt mich jetzt bitte nun nicht fest. Ich habe schon einmal einen speziellen Guide über Sternenmetall aufgesetzt. Danach gab es verschiedene Kommentare. Ja, hey, bei mir kommt aber überhaupt kein Kometenschauer runter und auch kein Sternenmetallerz und so weiter und so weiter. Freunde, vieles in dem Spiel ist noch recht buggy. Vieles ist auch abhängig von den Einstellungen, die der Systemadministrator für euren Server vorgenommen hat. Wenn alles in Ordnung ist, sollten normalerweise alle 2 Stunden ein Kometenschauer runtergehen, der Sternenmetall ins Spiel bringt, das ihr dann nur noch abbauen
müsst, nachdem ihr die harte Schale des Sternmetalls geknackt habt. Wie ihr das macht, nehmt einfach explosive Vasen mit oder Dämonenfeuerkugeln in Kombination mit Teerkugeln. Werft erst eine Teerkugel und dann eine Dämonenfeuerkugel auf den niedergegangenen Kometen und schon ist Sternmetall abbaubar. Alternativ gehen auch explosive Pfeile, die ihr einfach drauf schießt und schon geht die harte Hülle des Kometen weg und ihr könnt das Sternenmetall abbauen. Da bei mir jetzt noch keiner runtergekommen ist, da ich erst kurz vor der Aufnahme online gegangen bin, brauche ich gar nicht nachzugucken. Wenn ihr denn dann Sternenmetall gesammelt habt, legt ihn einfach in euren Ofen rein. Ich habe jetzt natürlich hier nicht mehr, die habe ich schon geschmolzen. In Kombination mit schwarzem Eis, aber auch Schwefel und ihr bekommt Sternenmetallwaren raus. Das waren die normalen Metalle, die im Spiel verfügbar sind. Alternativ habt ihr auch die Möglichkeiten, Gold und Silber zu finden. Goldnuggets findet ihr hauptsächlich in Truhen, überall in der Spielwelt, in Dungeons, unter Wasser. Ja, auch unter Wasser findet ihr jede Menge. Aber auch Silbernuggets, als auch Gold- und Silbermünzen. Die könnt ihr in euren Ofen reinlegen und dementsprechend schmelzen. Ihr seht, ich habe relativ viel gesucht und bin sehr fündig geworden. Also Gold und Silber gibt es mehr als genug im Spiel. Ich empfehle euch, nicht nur in Dungeons nachzuschauen, wie zum Beispiel in Klaels Festung oder in anderen Dungeons. Besonders hier im Bereich von Dagons Umarmung, Insel der hässlichen Sirenen, Wrack der Mühetürer, aber auch der Heliographeninsel, aber auch hier um die Bukanierbucht findet ihr Gold und Silber in Hülle und Fülle. Ihr müsst nur sehr viel tauchen, um dann an die Schätze zu kommen. Alternativ zu den Dungeons. Ja, allerdings gibt es noch eine andere Möglichkeit, wie ihr leicht an geschmolzenes Eisen oder Stahl kommen könnt. Wenn ihr keine Lust habt, auf Suche zu gehen, geht einfach in die Nähe von menschlichen Behausungen. Hier zum Beispiel am Ort der Beschwörung. Plündert die Truhen, tötet die NPCs. Die haben in der Regel immer Eisen mit dabei. Um an Eisen zu kommen, reicht es einfach hier überall danach zu suchen und ihr werdet mehr als genug finden. Stahl hingegen findet ihr in dem Bereich um Neu-Asagard in Hülle und Fülle herum. Bereits fertig geschmolzen, tötet einfach die NPCs, guckt in die Truhen. Begeben wir uns einfach mal dahin. Oh, ich bin direkt auf dem... Das war jetzt nicht so beabsichtigt gewesen. Gut. Gottmodus ist ja drin. Machen wir uns mal eben so unsichtbar, damit uns die Leute nicht attackieren. Ich will es ja nur zeigen. So, lauft in die Hütten rein, schaut nach Truhen, da ist schon eine. Und ihr seht, ihr findet nicht nur verstärktes Leder, Eisenbarren, aber auch Stahlbarren. Oh, hier ist sogar ein Verbesserungskit mit dabei. Und schon lohnt es sich, jede Truhe hier näher in Augenschein zu nehmen. Meistens ist es so, dass jede Hütte mindestens eine Truhe hat. Kämpfe sind ja unausweichlich hier in dem Bereich. Tötet einfach die Gegner. Bam. Ist jetzt natürlich leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber auch die haben Stahlbarren in Hülle und Fülle. Und hier ist wieder ein bisschen Silber. Natürlich ist es auch so, wenn ihr denn dann hier in die schwarze Feste von Xul'an eindringt, werdet ihr dort auch mehr als genug Eisen, Silber, Gold, normalen Stahl, aber auch gehärteten Stahl finden. Alternativ noch hier bei den Cimmeriern im Hügel der Toten. Ja, Freunde, und das war's auch gewesen. Mein kleines Special-Video zur Metallherstellung in und um Conan Exiles. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Guide gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, Freunde, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal. Ansonsten, liken und kommentieren ist jederzeit herzlich willkommen. Bis dahin, also bis zur nächsten Folge oder zu Star Wars The Old Republic.
oder Vampire die Maskerade wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis dahin. Tschüss.